Guten Abend. Mein heutiger Vortrag trägt den Titel Das weltumfassende Gehirn. Wir erleben heute in unserer Welt wichtige Veränderungen und darauf möchte ich heute Abend den Blick richten. Anfangen möchte ich mit diesem Bild. Das Bild der Erde aus der Perspektive des Weltraums. Es ist ein sehr starkes Bild. Für manche Leute hat es magische Kraft. Es ist ein Bild, das Gefühle des Ganzseins, der Einheit, des Verbundenseins heraufbeschwört. Es ist auch ein Bild, das auf die ersten Astronauten im Weltraum einen tiefen Eindruck machte, als sie das erste Mal rückwärts schauten und die Erde sahen. Edgar Mitchell, der sechste Mensch, der seinen Fuß auf den Mond setzte, beschreibt seine Erfahrung als unmittelbares Weltbewusstsein. Er sagte, dort oben hört man auf, Bürger Amerikas oder Russland zu sein. All diese Grenzen sind plötzlich verschwunden, man ist Bürger der Erde. Die meisten Astronauten sind von dieser Erfahrung verändert zurückgekommen. Und das ist wirklich interessant. Sie fanden den Anblick der Erde wirklich schön und voller Zauber. Aber es wurde ihnen auch zunehmend deutlich, dass, wie sie sagten, dort unten nicht alles zum Besten stand. Als sie zurückkamen, wollten sie helfen, auf die eine oder andere Art. Die Astronauten sind nicht die einzigen, die so tief berührt sind. Auf viele von uns machte der erste Anblick dieser Bilder einen tiefen Eindruck. Denken Sie doch einmal zurück an den Moment, in dem Sie zum ersten Mal Bilder wie diese gesehen haben und versuchen Sie, sich an die Gefühle zu erinnern, die in Ihnen aufkamen. Ich bin davon überzeugt, dass Bilder wie diese in mancher Hinsicht das spirituelle Symbol unserer heutigen Zeit sind. Das klingt sicher merkwürdig, denn spirituelle Symbole sind meist ganz einfach. So einfach, dass man sie mit einem Stock in den Sand zeichnen könnte. Bei der heutigen Technologie jedoch sind derartig komplexe spirituelle Symbole möglich. Das Wesen des spirituellen Symbols ist sicher Ganzheit, Einheit. Und genau diese Ganzheit gibt das Bild der Erde wieder. Es symbolisiert die ganze ökologische Bewegung, die Sorge um die Rohstoffe der Erde, die Sorge um die dritte Welt, die Frage des Friedens. All dies sind Dinge, die die ganze Menschheit angehen. Noch etwas anderes begriffen die Astronauten, als sie zur Erde zurückschauten. Die Erde sah aus, als sei sie ein einziger, lebender Organismus. Das klingt sicher seltsam, denn wir sehen die Erde normalerweise nur vom Nahen. Selbst wenn man da oben in einem Flugzeug sitzt, 7, 8 Kilometer hoch, man sieht doch nur ein winziges Stückchen von der Erde und mir kommt es so vor, als seien wir bisher wie Flöhe gewesen, die auf einem Elefanten leben. Stellen wir uns diese Flöhe auf dem Elefanten einmal vor. Als recht wissenschaftliche Flöhe haben sie die Haut studiert, gemessen, wie tief sie ist, Schweißperlen und Haare gefunden und den Elefanten insgesamt kartografiert. Und dann macht eines Tages so ein Floh diesen gewaltigen Sprung, 20 Meter in die Höhe, guckt sich dieses Ding an, das sich Elefant nennt, und sagt plötzlich, könnte es denn sein, dass ein Elefant eigentlich ein ganz selbstständiger, lebender Organismus ist? So etwa denke ich mir die Veränderung, die mit uns vorgegangen ist. Wir haben diesen Riesensprung gemacht, 70 Kilometer hoch, 150 Kilometer hoch, bis wir schließlich die ganze Erde sehen konnten. Und schon stellt sich die Frage, könnte der Planet ein einziger lebender Organismus sein? Das Ganze ist nicht nur so eine Vision, die den Astronauten halt kam. Viele Wissenschaftler fangen an, den Gedanken ernst zu nehmen. Leute wie Jim Lovelock in England haben sich einige der langfristigen Wandlungen angeschaut, die sich mit der Erde vollzogen haben. Eins der zuerst untersuchten Phänomene war die Temperatur. Wenn man sich die Erdtemperatur in ihrer ganzen Entwicklung anschaut, zeigt sich, dass sie anfangs ziemlich hoch war, während der ersten 500 Millionen Jahre etwa schnell abkühlte und schließlich, als sie den entscheidenden Bereich zwischen diesen beiden gepunkteten Linien erreicht hatte, scheint sie beständig geblieben zu sein. Das wieder ist seltsam, weil sie theoretisch eigentlich hätte ansteigen sollen, dieser roten Linie folgend, oder noch etwas fallen sollen, der blauen Linie folgend.
und dann erst wieder hätte steigen sollen. Es geschah jedoch nichts dergleichen. Die Temperatur blieb konstant. Es scheint so gewesen zu sein, dass alle lebenden Systeme gemeinsam die genau richtige Menge der richtigen Gase abgegeben haben, um den Änderungen, die vom Ausstoß der Sonne herrühren, entgegenzuwirken, sodass im Ergebnis die Temperatur konstant blieb. Das klingt zwar ziemlich merkwürdig, ist jedoch nicht merkwürdiger als die Tatsache, dass unsere eigenen Körper schwitzen, wenn uns heiß ist, und zittern, wenn uns kalt ist, und damit genau dasselbe machen, nämlich die günstigsten Bedingungen für unser Weiterleben aufrechterhalten. Ein weiteres Beispiel, das untersucht wurde, ist der Salzgehalt des Meeres. Salz wird bekanntlich ständig aus dem Land ins Meer hineingewaschen, und zwar so viel, dass etwa alle 80 Millionen Jahre die gegenwärtige Konzentration erreicht wäre. Bei der langen Geschichte der Erde bedeutet dies, dass die gegenwärtige Konzentration bereits etliche Male hätte erreicht werden müssen. Wieder geschah nichts dergleichen. Der Salzgehalt hat sich stabilisiert, und das ist nur erklärbar, wenn die Meeresorganismen irgendwie genau die richtige Menge Salz absorbieren und so den Salzgehalt konstant halten. Etwa 24 derartiger Beispiele gibt es, und sie zeigen, dass sich die Erde verhält wie ein riesiges, sich selbst regulierendes System. Für die Wissenschaftler ist dies die Gaia-Hypothese, benannt nach dieser Dame, der griechischen Erdgöttin Gaia. Wenn wir uns das Bild genauer anschauen, dann können wir uns vorstellen, dass die Herzschläge der Erde Tag und Nacht sind. Die Jahreszeiten ihr Atem. Die tropischen Regenwälder sind wie Lebern. Die Atmosphäre, die Ozeane entsprechen den Kreislaufsystemen. Wenn also die Erde ein lebendes System ist, ein selbstständiges lebendes System, dann stellt sich die Frage, was machen wir hier? Was macht die Menschheit hier? Um diese Frage betrachten zu können, möchte ich zurückgehen und einen Blick auf die ganze Evolution werfen. Nach der heute gültigen Theorie begann das Universum mit einer Art großen Knall. Reine Energie, Licht, am Anfang war Licht. Darin sind sich die Wissenschaftler einig und ich stimme dem zu. Diese reine Energie verdichtete sich sehr schnell zu ersten elementaren Teilchen, zum Beispiel Elektronen, Protonen. Und mit der Zeit begannen diese sehr einfachen Teilchen, die ersten einfachen Atome zu bilden, Wasserstoff, Helium, die sich dann in Millionen, Billionen von Jahren zu verbinden begannen und immer komplexere Atome formten. Noch komplexere Atome, bis unsere ganze Chemie entstanden war. Im nächsten Schritt verbanden sich diese komplexen Atome zu den ersten einfachen Molekülen. Wie zum Beispiel dieses Aminosäure. Und dann mit der Zeit bildeten sich die weitaus komplexeren Moleküle. Wie zum Beispiel dieses hier. DNS, die Basis des Lebens. Danach begannen dann diese Riesenmoleküle aus Millionen von Atomen sich wiederum zu verbinden, um die ersten lebenden Organismen zu bilden. Bakterien, Algen, sehr einfache Organismen. Mit der Zeit verbanden sich auch diese und bildeten komplexere Zellen und später mehrzellige Organismen. Zellen, die miteinander einfache Organismen bildeten. Schwämme, Korallen und ähnliches. Und jetzt betreten wir die Szenerie der Evolution, die uns vertraut ist. Sehen verschiedenartige Meereslebewesen, bis wir schließlich beim Fisch ankommen. Fische sind nun äußerst interessant. Sie stellen einen bedeutenden Schritt in der Evolution dar. Denn beim Fisch ist das Nervensystem im Knochen eingebettet, im Schädel und im Rückenmark. Damit ist das Nervensystem zum ersten Mal in der Evolution geschützt. Von da an zeigt sich die stärkste Triebkraft der Evolution in der Entwicklung des Nervensystems. Natürlich, während wir uns über den Fisch, die verschiedenen Reptilien, die Säugetiere weiterentwickelt haben, veränderten sich unsere Körper. Wir haben die Kiemen verloren, Flossen verwandelten sich in Arme und Beine.
Die allerwichtigste Veränderung jedoch betraf das Nervensystem. Genau damit hat sich am meisten verändert. Es ist immer komplexer geworden, bis wir heute schließlich eines der komplexesten Nervensysteme vorfinden, die auf der Erde bekannt sind. Es ist interessant, dass die Nervensysteme von Delfinen und Walen erheblich komplexer sind als unsere. Damit scheinen sie intelligenter zu sein. Nur, was sie wirklich mit ihrer vergrößerten Kapazität anfangen, wissen wir nicht. Heute soll es auch nicht um Delfine und Wale gehen. Heute möchte ich mich auf das zweitkomplexeste Nervensystem auf diesem Planeten konzentrieren. Auf das menschliche Nervensystem. Das Faszinierende am menschlichen Bewusstsein ist eine Fähigkeit zum Denken. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, auf uns selbst und auf das Universum zurückzuschauen. Ob wir nun ein Stück Holz studieren, ein Blatt oder ob wir zu den Sternen aufschauen. Tatsächlich sind wir damit das Universum, das sich selbst studiert. Wir haben diese lange evolutionäre Reise aus der Energie, aus den Sternen gemacht. Und wir haben das entscheidende Stadium der Komplexheit erreicht, in dem wir auf das Universum zurückschauen können. In mancher Hinsicht könnte man also sagen, dass der Mensch die Art und Weise der Sterne ist, Sterne anzusehen. Diese reflektierende Natur zeigt sich nicht nur auf der äußeren Ebene. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen, zum Beispiel durch Meditation oder ähnliche Methoden, auf die tieferen Schichten unserer eigenen Seele lenken, sind wir wieder die geistige Seite des Universums, das sich selbst zu erforschen beginnt. Welches ist nun das nächste Stadium der Evolution? Ich glaube nicht, dass es da um das Wachstum des Gehirns geht oder um sich zurückbildende Hände. Vielleicht geschieht das langfristig, in Millionen von Jahren. Es wird vielmehr um ein anderes Ereignis gehen, das in den ganzen logischen Prozess der Evolution hineinpasst. Es geht darum, dass einzelne Menschen beginnen, sich zu verbinden, zu Ansammlungen, zu Gruppen. Das hier ist ein Dorf in Dänemark. Das Interessante daran ist, dass dieses Muster hier, also die Art und Weise, wie die Verkehrswege organisiert sind, große Ähnlichkeit hat mit den ersten vielzelligen Organismen, die sich im Meer entwickelten. Das hier ist Sun City, Arizona. Dieses Muster ähnelt einem wachsenden Fötus. Diese Tendenz, dass Menschen zu größeren Einheiten zusammenkommen, spielt sich offensichtlich auf sehr viel höherer Ebene ab. Die Vereinigung der Staaten in den USA, die wachsende EG in Europa, da zeigt sich eine umfassende Tendenz. Dabei handelt es sich um einen natürlichen Zug der Evolution, der weitergehen wird, bis der ganze Planet zusammenkommt und anfängt, als eine einzige Gemeinschaft zu funktionieren. Das ist aber nur der physische Aspekt dieser Vernetzung. Es gibt noch tiefere Ebenen. So verbinden sich Gedanken miteinander zu einer regelrechten Informationsexplosion. Wir fangen an, uns geistig zu verbinden, überall Informationen auszutauschen. Computersysteme zum Beispiel ermöglichen es den Menschen, sich gedanklich zu verbinden. Wir fangen an, uns geistig und physisch zusammenzuschließen. Es gibt noch eine dritte Ebene der Verknüpfung, und da entsteht auf viel tieferer Ebene eine bewusste Verbindung von Seele zu Seele. Darauf komme ich später noch einmal zurück. So also sehe ich das nächste Stadium der Evolution. Als Beginn einer Verbindung der Menschheit auf der physischen, gedanklichen und seelischen Ebene. Ihr Zusammenwirken als ein einziges System in vielen verschiedenen Bereichen. Es gibt nun einige interessante Parallelen in der Art und Weise, in der sich Systeme in der Vergangenheit zusammengeschlossen haben. Wenn wir uns anschauen, wie im Verlauf der Evolution Leben aus Materie entstanden ist, so scheinen ungefähr 10 Milliarden Atome für die Herstellung einer lebenden Zelle notwendig gewesen zu sein.
Bei der Zahl 10 Milliarden geht es um Größenordnungen, nicht um Genauigkeit. Die Zahl scheint die Anzahl von Einheiten wiederzugeben, die zusammenkommen muss, damit eine ausreichende Komplexität erreicht ist, aus der Leben entstehen kann. Wenn wir uns jetzt die nächste Stufe der Evolution anschauen, die Entstehung des Bewusstseins, menschlichen Bewusstseins aus lebenden Systemen, so zeigt sich, dass dazu ungefähr die gleiche Anzahl Nervenzellen notwendig war. 10 Milliarden Nervenzellen im menschlichen Gehirn sind notwendig, damit die Art von denkendem Bewusstsein entsteht, die charakteristisch für die Menschheit ist. Da wir dieses Evolutionsmuster durchweg antreffen, liegt nahe, dass für die Entstehung irgendeiner planetarischen Organisation aus dem menschlichen Bewusstsein heraus, der nächsten Evolutionsstufe, menschliches Bewusstsein in einer Größenordnung von 10 Milliarden nötig wäre. Zahlenmäßig haben wir diese Größenordnung praktisch erreicht. Die Erdbevölkerung nähert sich derzeit einer Zahl von 5 Milliarden. Das liegt innerhalb der Toleranzgrenze und ist damit bereits die richtige Größe. Nun gibt es einige sehr interessante Parallelen zwischen der Art, in der sich die Menschheit, wenn man so will, das weltumfassende Gehirn der Erde entwickelt, und der Art, in der sich das menschliche Gehirn im Fötus entwickelt. Unser Gehirn entwickelt sich etwa zwischen der 8. und der 13. Woche nach der Empfängnis. Wenn man sich nun vorstellt, eine Nervenzelle im eigenen Gehirn zu sein, so ist da zunächst reichlich Platz. Dann plötzlich kommt es zu einer heftigen Bevölkerungsexplosion der Nervenzellen. Als Nervenzelle würde man wahrscheinlich denken, verdammt, hier wird's gefährlich. Der Sauerstoff reicht nicht, Blut wird auch bald knapp. Aber plötzlich, in der 13. Woche, hört die Explosion auf. Und von da an besteht der ganze Entwicklungsprozess des Nervensystems aus einem Zuwachs an Komplexität, einem Zuwachs an Verbindung zwischen den Zellen. Ein ähnlicher Prozess lässt sich, denke ich, gerade auf der Erde beobachten. Die massive Bevölkerungsexplosion kommt langsam zur Ruhe und wir bewegen uns in das nächste Stadium hinein, dessen Kennzeichen Verbindung ist. Die Verbindung der menschlichen Zellen im Gehirn des Planeten. Sie geschieht durch Dinge wie Postverbindungen, Telefon, Computersysteme, Satelliten. Sie alle vermehren den Zusammenhalt und die Verbindung der Zellen des weltumspannenden Gehirns. Alles, was ich bisher gesagt habe, betrifft die guten Seiten unserer schnellen Entwicklung. Es gibt auch schlechte und sie gefährden das Wohlergehen unserer Erde. In mancher Hinsicht gleichen wir einem weltweiten Krebsgeschwulst. Das Luftbild einer Stadt zum Beispiel erinnert stark an die Art, wie Krebs im Körper wächst. Man muss sich nur ansehen, wie eine Stadt sich in ihre Umgebung hinein ausbreitet. So ähnlich sieht Krebs aus, der im Körper wächst. Dieses Bild hier sieht vielleicht aus wie Los Angeles aus der Luft, ist aber ein Krebsgeschwulst im menschlichen Körper. Schauen Sie es sich genau an, bis Sie ein Gefühl dafür haben, wie die Strukturen wachsen. Dann vergleichen Sie es mit folgendem Bild. Die Ähnlichkeit ist nicht nur äußerlich. Wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Ursache Krebswachstum im menschlichen Körper hat und was die gleiche Art Wachstum im menschlichen Körper verursacht, stellt sich heraus, dass sehr ähnliche Prinzipien dahinter stecken. Schauen wir uns zuerst den einzelnen Menschen an. Diese weißen Schnörkel in der Mitte einer Zelle enthalten die genetische Information. Erst die Gene machen aus uns mehr als eine biologische Gallertmasse. Sie machen aus uns einen einzigartigen, lebenden Organismus. Wenn die Gene durcheinandergebracht werden, halten sie das System nicht mehr zusammen. Einzelne Zellen werden selbstsüchtig, Räuberzellen, die sich selbstständig machen auf Kosten des Körpers. Schauen wir uns jetzt die nächste Ebene an. Der Mensch in der Gesellschaft entspricht einer Zelle. Und was wir eben als parallele Funktion zu den Genen erkannt haben, ist jetzt in unserem eigenen Bewusstsein. Es ist diese tiefste Ebene des Selbst,
Mystiker nennen sie wohl die Seele. Und genau sie scheint uns zusammenzuhalten. Wenn wir sie nicht erfahren, wenn wir keine Verbindung zu dieser tiefsten Schicht unseres Selbst haben, werden wir wie Räuberzellen, die selbstsüchtig funktionieren, ohne Kenntnis der Bedürfnisse des ganzen Systems. Diese Art des Funktionierens beschreibt Alan Watts als das hautverkapselte Ich. Was in der Haut steckt, bin ich. Was außerhalb der Haut ist, bin ich nicht. Biologisch gesehen ist das ganz in Ordnung. Wir sind ganz sicher einzigartige Individuen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Tiefe unserer Realität wird damit nicht ausgelotet. Und es wird gefährlich, wenn wir glauben, damit sei unsere wahre Identität ausgeschöpft. Das Wirkliche, das reine Selbst, ist tatsächlich schwer zu begreifen. Versuchen Sie einmal, diese tiefere Ebene des Einsseins zu erfassen. Ganz ähnlich geht es Ihnen, wenn Sie ein Loch in einem Stück Holz beschreiben. Wenn Sie jemand auffordern, so ein Loch zu beschreiben, fängt er an und sagt, also, das Loch ist rund. Sie sagen, ja. Er sagt, es ist ziemlich glatt und rot. Sie sagen, ja, ja, aber das Loch ist nicht glatt, auch nicht rot. Er darauf, ja, dann ist das Loch schwarz. Nein, sagen Sie, schwarz ist der Hintergrund. Und plötzlich geht's nicht weiter. Wie ist das Loch bloß? Wie beschreibt man das Loch selbst? Plötzlich kapiert er, dass man es nicht beschreiben kann. Und fast genauso ist es mit unserem Ganzsein. Wir neigen dazu, es mit Hilfe der Dinge zu beschreiben, die es umgeben. Mit unseren zahlreichen Besitztümern, auf einer hintergründigen Ebene mit den Rollen, die wir spielen, unserem sozialen Status, noch subtiler und gefährlicher mit unseren wissenschaftlichen und religiösen Glaubenssätzen. Es zeigt sich auch, dass wir unsere Umgebung zum Teil deshalb so schlecht behandeln, weil wir sie als getrennt von uns selbst erleben. Wir kümmern uns folglich einigermaßen gut, ich sage einigermaßen gut, um das, was in der Haut steckt. Um das, was außerhalb der Haut steckt, kümmern wir uns recht wenig. Nicht selten missbrauchen wir schließlich unsere Rolle, um unser schwaches Identitätsgefühl aufzupäppeln. Der verstorbene Gregory Bateson hat das einmal sehr kräftig ausgedrückt. Wenn diese Ich-gegen-Du-Einstellung auch für deine Beziehung zur Natur gilt und du über moderne Technologie verfügst, gleichen deine Überlebenschancen etwa denen eines Schneeballs in der Hölle. Du wirst entweder an den giftigen Nebenprodukten deines Hasses sterben oder einfach an Überbevölkerung oder an Überweidung. Und Bateson fuhr fort und sagte, all unsere Vorstellungen über uns selbst, über andere Menschen müssen erneuert werden. Heute ist es die wichtigste Aufgabe überhaupt, zu lernen, auf neue Art und Weise zu denken. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die wichtigste Aufgabe ist es, auf neue Art zu sein, eine neue Art des Bewusstseins zu erfahren. Wir müssen uns von den Einstellungen des hautverkapselten Ichs abwenden und uns den, wie Jean Houston sagt, durchlässigen Rändern zuwenden. Die Grenzen gibt es noch, sie sind jedoch weniger fest. Außerdem sehen wir jetzt, dass die äußere Welt genauso ist wie wir selbst. Genau dieser Bewusstseinswandel, dieser Seinswandel liegt, denke ich, dem nächsten Stadium des Evolutionsprozesses zugrunde. Wenn wir noch einmal nachvollziehen, was im Verlauf der Evolution geschah, so sehen wir, dass jedes Stadium die Basis des nächsten Stadiums wurde. So sind es eher die Bewusstseinsprozesse als das Leben, durch die wir das nächste Stadium entstehen sehen. Die Speerspitze der Evolution ist da, genau da an der Spitze.
Von unserer eigenen inneren Entwicklung sprechen wir oft etwas vage als innerer Evolution. Es ist wichtig zu verstehen, dass es sich dabei wirklich um Evolution handelt, genauso wie auf dem Planeten. Die Evolutionsphase, die wir jetzt erleben, ist die Evolution des Bewusstseins der Milliarden von Menschen auf der Erde. Kurz, die Evolution ist internalisiert worden. Das scheint nicht nur die Hauptstoßrichtung der Evolution zu sein, es ist auch die Richtung, in die sich die Menschheit zu bewegen scheint. In der Vergangenheit, bis etwa 1900, hat sich die Menschheit hauptsächlich mit Landwirtschaft beschäftigt. Ich spreche vom Westen. Die meisten menschlichen Arbeitsstunden wurden auf die Landwirtschaft verwendet. Das blieb so bis 1900, als mit der Industrie eine neue Kurve entstand. Das Industriezeitalter begann. Nach 1900 wurde der größte Anteil menschlicher Zeit auf die Industrie verwendet, bis 1975. Dann löste eine neue Kurve das Industriezeitalter ab, die Informationsverarbeitung. Heute sind wir, was menschliche Aktivität angeht, mitten im Zeitalter der Information. Dieses Zeitalter haben wir schneller erreicht, als je für möglich gehalten wurde. Das ist möglich, weil die Informationskurve sehr schnell ansteigt. Alle 6 Jahre hat sich die Informationsmenge verdoppelt. Das industrielle Wachstum verdoppelt sich dagegen nur alle 14 Jahre. Es gibt noch eine andere Kurve, die zurzeit noch so niedrig ist, dass sie fast belanglos erscheint. Sie ist aber auch so steil, dass sie auf dieser Achse kaum darstellbar ist. Wenn wir die Achse ein wenig zusammenziehen, wird diese rote Kurve am Ende sichtbar. Sie bezieht sich auf einen Prozess, den ich Bewusstseinsbearbeitung nenne. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die sich mit der Entwicklung menschlicher Möglichkeiten, der Entwicklung des Denkens beschäftigen. Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Zahl alle 3 bis 4 Jahre verdoppelt. Das ist wirklich bedeutsam, denn auch wenn sie zurzeit noch sehr klein ist, so lässt die Geschwindigkeit, mit der sich diese Kurve verdoppelt, erwarten, dass sie im Jahre 2000 die Informationskurve überholt haben wird. Wir würden dann einen entscheidenden Wandel der Werte erleben, da immer mehr Menschen zu jener tieferen Erfahrung des Einsseins Verbindung aufnehmen und gleichzeitig ihre persönlichen kleinlichen Belange aufgeben und anfangen, im Gleichklang mit der ganzen Menschheit und der Erde zu leben. Die Vorstellung, dass es tiefere Ebenen des Denkens gibt, ist nicht neu. Es ist eine Urweisheit, die die Menschheit immer besessen hat. In der ganzen Welt und in allen Zeitaltern finden sich Menschen, die von genau dieser Grundweisheit sprechen, der gleichen Grundvorstellung von Leben und Bewusstsein. Hier nun habe ich die Vorstellung der verschiedenen Lehrer verschiedener Zeitalter durch unterschiedliche Punkte dargestellt. Es geschah jedoch immer wieder dasselbe. Wenn der Lehrer nicht mehr da war, musste die Lehre durch mündliche und schriftliche Weitergabe verbreitet werden. Und diese Art der Weitergabe war nicht besonders sicher. Wenn sie sich in der Umgebung ausbreitete, wurde sie ganz unvermeidlich verzerrt und von der Kultur der jeweiligen Zeit aufgesogen. Heute dagegen geschieht etwas völlig anderes. Die gleiche Idee taucht wieder wieder und wieder auf. Und das erscheint mir besonders wichtig. Aufgrund des Technologiewachstums und vor allem der Informationsexplosion braucht heute niemand mehr nach Indien unter einem Bonibaum zu ziehen, wenn er beginnen will, den Wert der Erleuchtung zu verstehen. Wir können einander diese Vision rund um den Erdball mitteilen, mithilfe der Technologie. Und noch bedeutsamer ist es, dass sich die Weisheit, wenn sie sich von den verschiedenen Zentren her ausbreitet, sozusagen selbst begegnet
und statt sich wie früher aufzulösen, kommt sie als Feedback zurück, baut sich auf und führt schließlich zu einer hochsynergetischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die in vieler Hinsicht individueller sein kann als unsere heutige. Symbol dafür sind die vielen verschiedenen Hautfarben. Diese Gesellschaft kann noch individueller werden und doch gleichzeitig im Zentrum, im Kern unseres Bewusstseins stärker verbunden sein durch erdumfassendes Bewusstsein, erdumfassende Bewusstheit. Ich denke, dass genau solch ein Umschwung der eigentliche Weg aus der gegenwärtigen Krise der Menschheit ist. Wenn wir uns das chinesische Symbol für Krise anschauen, Wei Qi, so bedeutet das erste Symbol Gefahr, Achtung. Interessanterweise bedeutet der zweite Teil Gelegenheit für Wachstum, Veränderung, für etwas Neues. Wenn wir Krise nur als Gefahr sehen, bleiben wir leicht stehen. Wir müssen uns aber auch die Möglichkeiten ansehen, die in einer Krise enthalten sind. Aus dieser evolutionären Perspektive gesehen, sind Krisen eine Herausforderung. Eine Herausforderung, auf etwas Neues zuzugehen. Eine Herausforderung zur Anpassung. Die derzeitige Krise ist eine Bewusstseinskrise. Sie betrifft den Wandel von unserer Selbsteinschätzung als isolierte Wesen zu einem Verständnis von uns selbst als Teile eines viel größeren Systems. Unsere Herausforderung ist es, diesen Wandel zu vollziehen. Können wir diesen Wandel in der Masse vollziehen? Können wir als Gattung zusammenkommen und anfangen, als ein einziges System zu leben? Die Frage ist letztlich, ob wir das in uns selbst erfahren können. Wenn nicht, dann sind unsere Reden von Einheit nur Lippenbekenntnisse und wir laufen weiterhin mit hautverkapseltem kleinlichem Bewusstsein in die Welt hinaus. Zum Abschluss möchte ich einen Abschnitt aus einem meiner derzeitigen Lieblingsgedichte zitieren. Es ist aus einem Stück von Christopher Fry. Das menschliche Herz kann gehen so weit wie Gott. Dunkel und kalt mögen wir sein, aber dies ist kein Winter jetzt. Das gefrorene Elend aus Jahrhunderten reißt, bricht, kommt in Bewegung. Der Donner ist der Donner der Ströme, des Tauens, der Flut, des plötzlichen Frühlings. Gott sei Dank, unsere Zeit ist jetzt. Jetzt, da das Falsche hochkommt, um uns überall zu begegnen, uns niemals zu verlassen, bis wir den größten Schritt der Seele tun, den Menschen jemals taten. Die Dinge sind jetzt seelengroß. Forschungsreise ins Göttliche ist das Unternehmen. Aber worauf wartet ihr? Es braucht so viele tausend Jahre zu erwachen. So erwachet doch, um Himmels Willen.